Ihr wollt Shorts, ihr bekommt Shorts. Wenn man das dritte Rad am Wagen ist, let's go. Danke fürs Essen, Schatz. Das wäre echt nicht nötig gewesen. Ich hätte auch bezahlen können. Ach, Baby, doch nicht dafür. Kein Problem. Ich habe noch Pommes im Mund. Junge, mach doch den Mund vorher ein bisschen. Das ist doch ein Pommes. Dich stundenlang angucken. Womit habe ich dich nur verdient? Soll ich euch die Rückbank hier freimachen? Muss ich kurz rausgehen, 10 Minuten? 10 Minuten? So lang? Boah. Jo, lecker. Frisch aus dem Ofen. Oh. Guten Appetit. Was haben wir uns da gerade angeguckt? Nächste Woche Montag schreiben wir die... Oh, wie viele Klausuren dürfen in einer Woche geschrieben werden? War das nicht 3 oder so? Mathe-Klausur. Was? Listen carefully, we will write the Wednesday exam about it. What? Und denkt an die Klausur am Dienstag. Das ist schon die dritte. Ja, ich glaube, mehr als 3 darf nicht. Auf den Napoleon. Merde. Tja, wahrhaftig scheiße gelaufen. 4 Klausuren in einer Woche. Geht das eigentlich? 1 Minute Jura. Und die Antwort lautet, ihr wisst es, es kommt drauf an. Und zwar kommt es auf das jeweilige Bundesland an. In den allermeisten Bundesländern sind aber nur, Achtung, 2 bis 3 Klausuren erlaubt. Aha, ich glaube, bei uns war auch 3. Man darf auch in diesen Wochen einen Test schreiben, aber nicht an einem Tag, wo eine Klausur ist, auch einen Test schreiben. Das ist unzulässig. Das war 1 Minute Jura. Aber warte. In den meisten, gibt's denn jemanden mit 4 oder 5? Ein Ei. Hä, ist das alles? Die leckeren Kekse. Oh, Alter. Ich weiß nicht, was es sein soll. Puffreis? Was, niemals Nutella-Kakao Plus? Was ist denn Nutella-Kakao Plus? Was ist das? Aber warte. Okay, Leute, wir müssen in dieses Zimmer. Amber ist auf jeden Fall am Essen. Oh, ist die süß. Und wir müssen an diesen Schrank. Und hier haben wir alles normale Nutella, weiße Nutella. Es gibt weiße Nutella? Nutella von Aldi. Ohne Spaß, wenn ihr Ovo Maltine noch nicht probiert habt. Habe ich auch noch nicht. Unglaublich lecker. Und dieser Lotus-Aufstrich. Oh ja, so Spekulatius ist mega geil. So oder so 10 von 10. Und hier haben wir Nutella plus Kakao. Bitteschön, was als nächstes? Chillig. Wer ist denn er hier? Was für ein hässlicher Mann. Was macht er jetzt? Weil wir werden wahrscheinlich eine andere Hintergrundmusik da reinballern, aber Hintergrundmusik. Ich mag den nicht. Hier läuft gerade, kennt ihr dieses We'll come to find and we are who we are. Okay, ich hör auf zu singen. Ja, mach mal bitte. Dad, woher kommen eigentlich Kinder? Bist du dir wirklich sicher, dass du das wissen willst? Ja, okay, hast du dich schon mal gefragt? Leute, ich erkläre euch das. Also, da gibt's Bienen, die lieben sich, die Bienen. Und die rufen dann den Storch an. Hallo, Mr. Storch, einmal bitte ein Kind. Und dann, der Storch macht so, guckt dann einfach, was gerade da ist. Und dann kommt der Storch vorbei und schmeißt euch das in den Kamin. Wenn ihr keinen Kamin habt, klatscht das Kind aufs Dach. Warum Kindergarten heißt nein? Und warum? Weil es ein Garten ist, in dem Kinder wie Bäume aus der Erde wachsen. Ja. Ist eigentlich voll gut. Yeah! Geht ja mega ab. Ich finde den Typen immer noch ein bisschen komisch. Der trägt auch seine Mütze falsch rum. Gucci. Das hör auf jetzt. Ich hab doch gesagt, du sollst aufhören. Was war das? Ein Furz. Hä? Nein, das ist biologisch nicht möglich. Soll ich nochmal beweisen, dass es biologisch möglich ist? Nein, passt schon, nein. Warte, wohin gehst du?
Hallo, ich bin Dr. Achselkracher. Wie kann ich Ihnen helfen? Hören Sie zu, das ist ein Notfall. Ja, ich höre. Meine Freundin hat heute einfach gefurzt. Ich mache mir schon Sorgen. Beruhigen Sie sich, das ist was ganz Normales. Nein, Sie verstehen es nicht. Das ist das erste Mal, dass es vor mir passiert ist. Wow, ja, dann Glückwunsch. Ja, Leute, irgendwann ist immer das erste Mal. Dieser Moment wird vieles verändern. Ist einfach so. Nee, furzt doch jeder, wie er will. Ist mir doch egal. Ach, Nussiki, wieso Glückwunsch? Das heißt, dass deine Freundin dir vertrauen kann. Wenn man eine Person mag, dann zeigt man seine wahre Seite. Heißt das also, dass sie mich liebt? Ja. Hey, Schatz, ich bin wieder da. Oh, du bist wieder da? Ich habe etwas Neues gelernt. Wenn man eine Person mag, dann macht man das. So habe ich mir Autos als Kind vorgestellt. Das ist der Mercedes Vision AVTR. Benannt wurde das Fahrzeug nach dem Film Avatar. Und das nicht ohne Grund. Die Reifen sind vom Baum des Lebens inspiriert und leuchten in den Farben der Elemente. Und schaut euch mal das Heck mit den Flaps an, die die Bewegung des AVTR symbolisieren. Wenn ihr beschleunigt, werden sie blau und agieren als Spoiler. Wenn ihr bremst, werden sie rot und kippen so nach hinten. Ach ja, und die Reifen werden auch rot. Ich finde solche Konzeptautos immer mega geil. Das Ding wird niemals irgendwo fahren, aber trotzdem ist es... Aber das Beste gibt's im Innenraum. Genau wie im Film könnt ihr euch mit dem AVTR verbinden. Um das Auto zu starten, legt ihr einfach eure Hand auf den Controller und der Display leuchtet auf. Und dann steckt ihr euch das USB-Kabel direkt in den Po. Das cruncht gleich. Wow. Ah, weil der Reifen explodet ist. Das knallt auch. Weil das so... Warum die arme Kamera? Wertes Herrchen, mir ist langweilig. Unterhalten Sie mich. Mir ist langweilig? Okay. Hier, da. Guck mal. Törichter Narr. Denken Sie wirklich, dass dieser rote Punkt mein Interesse... Oh ja, das tut er. ...weckt? Denken Sie, ich bin so einfach zu unterhalten? Oh, roter Punkt. Du denkst wohl, du bist etwas Besseres. Doch Hochmut kommt vor den Fall. Ich werde einfach was anderes machen. Oh, roter Punkt. Dieses Mal lasse ich dich noch ziehen. Denn ich habe Erbarmen. Ich bin gnädig. Ich habe keine Lust mehr. Das ist doch immer das Gleiche. Ich bin kein infantiler Hund, der sich so lange mit so etwas Einfachem beschäftigen lässt. Das ist wirklich so. Also Katzen, ich weiß nicht warum, feiern rote Laserpointer-Dinger. Wenn man als Kind zocken wollte. Mama, kann ich PlayStation spielen? Hast du die Hausaufgaben fertig? Ja, ist fertig. Habe ich direkt gemacht. Na dann zeig mal her. Ah, das ist mies, wenn die Mutter dann sagt oder der Vater, dann zeig mal her. Ja, ich habe sie doch nicht gemacht. Hier. Das ist ein Mathearbeitsblatt, mein Lieber. Ja, und? Du musst doch Erdkunde machen. Ach so, ja, nee, das kann ich schon. Okay, wie heißt die Hauptstadt von Italien? Das müsste San Peter Ording sein. Weißt du was? Ich glaube, ich schaue es mir noch mal. Guck euch das an. Sehr gute Arbeit, Ostermini-Paluten. Ah, Ostermini-Mini-Paluten. Der ist ein cooler Typ. Hast du hier mit der Säge schön alles weggefällt? Ja, der muss schön arbeiten. Ganz ehrlich, das Haus zahlt sich nicht von allein. Hallo, ich bin Adi und ich mag Schnee. Hallo. Ja, du hast heute... Ich mache hier gerade Shorts. Interessiert die Polizei nicht. Ist das nicht kalt? Schneeengel. Oh. Ey, ich liebe Schnee auch. Das wäre mir ein bisschen zu krass. Aber er ist ja auch Schweizer. Die kriegen Kelly ja schon mit der Muttermilch. Ich glaube, das wird Jeremy Fragrance gefallen. Das sowieso. Power! Oh, was ist das denn für eine süße Maus? Alter, wie jung ist die denn noch? Einfach German Let's Play. Der liebt seine Ananas. Einfach, oh, guck mal, wie der es auch genießt. Zu Recht, Alter. Die Ananas sieht aber auch gut aus. Ich finde es interessant, dass er die Schale mit isst, aber warum auch nicht? Ey, bin ich der Einzige, der diese Figuren immer richtig creepy findet? Das sind so... Trollis, glaube ich. Okay. Nein, Flamanda. Oder Flamanda heißt sie doch, oder? Flamanda. Pikachu, nein! Aber er ist immer noch der Krankeste. Ich habe diesen Fischspa ausprobiert und habe es bereut. Nachdem ich das Ganze... Das habe ich schon so oft im Urlaub gesehen. ...gemacht habe, habe ich natürlich recherchiert und geschaut, was das Ganze so bringt. Ich habe beim Recherchieren herausgefunden, dass sie die Fische extra hungern lassen, sodass die sogenannten Knabberfische Appetit auf Hornhaut und abgestorbene Hautpartikeln bekommen.
habe ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht und wollte es unbedingt ausprobieren, weil ich das irgendwo im Internet gesehen hatte. Aber ja, jetzt bereue ich's und die Fische tun mir unglaublich leid. Vor allem soll das Ganze sehr unhygienisch sein, weil man weiß nicht, wie viele Leute ihre Füße da eingetaucht haben. Stimmt, wenn da mal so ein Pilz drin ist. Leonie! Ja? 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 Leonie! Essen! Ja, ich komm gleich! Hab ich so endlich auch mal fertig? Also dann ist jetzt kalt, es ist mir egal, wir sind schon fertig. Ist doch egal, ich kann es auch nicht. Ist mir egal, ich hab dich gerufen und du kommst nicht. Ich reiß mir mal den Arsch auf und dann. Nee. Vielleicht bist du den nächsten Mal ein bisschen dankbar, dass ich dir das Essen mache. Ich hab doch jetzt gar nichts gesagt. Krasser Schrank. Und süßer. Ah, das ist wieder der Typ, der seinen Hund immer anzieht. Der Hund ist so süß. Und dieser Hund hat wirklich eine unfassbare Ruhe. Also mein Hund hätte das nicht zugelassen. Also der hätte das zugelassen, aber der wäre danach Bananas gegangen, wenn der eine Hose anhatte. Ich weiß noch, also Sally, es gab so Windeln, die sie teilweise tragen musste, wegen, wenn sie läufig war. Irgendwas war da. Das hat sie überhaupt nicht gefeiert. Yo, also ich bin jetzt dann weg. Jungs, wartet mal kurz. Warst du beim Friseur? Nee, ich bin so aufgewacht. Ich gehe ins Bett, schlaf ein, zack, weniger Haare. Krass, wirklich? Nein, natürlich nicht. Ah. Ich bin unter den Rasenmäher gefallen. Oh, shit, aber dann bist du ja noch ganz gut davongekommen. Hat sehr weh getan? Bro, natürlich war ich beim Friseur. Glaubst du wirklich jeden Scheiß? Nee, natürlich nicht. Jungs, nochmal wegen dieser E-Mail von dem König aus Simbabwe. Der hat mir 3 Millionen Dollar geboten, wenn ich ihm meine Niere gebe. Das Ding ist, dieser Trick muss ja funktioniert haben früher mit diesem, oh hey, also ich hab Millionen für Sie, aber Sie müssen die Bankgebühr bezahlen. Wow, also das ist dein Zimmer. Ja, was ist das für eine Decke? Caillou. Ich mag die Caillou-Decke. Und ich mag dich. Auf was stehst du? Auf Frauen, die Emily heißen. Es tut mir leid, aber Caillou war irgendwie nicht meine Zeit. Das ist diese, der... Glatzkopf. Ich heiße Bethany. Bethanys finde ich auch geil. Hört sich gut an. Weißt du, auf was ich stehe? Oh. Auf was denn? Ich möchte aufs Bett geschubst werden. Rang. Was? Echt? Ja. Yeah. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Hoppa. Gott. Er hat sie umgebracht. Bethany? Sie verwandelt sich jetzt in Zombie. Squid Game Ausländer-Version. Eine kleine Bewegung, bang, du bist weg. Halt dein Maul, du hast keine Chance gegen mich. Hey Siri, spiel albanische Musik. TK Lali wird abgespielt. Er muss einfach tanzen. Mach Stopp, hör auf. Jetzt wird er weggeschossen. Ich mag das Lied. Hey Siri, spiel jetzt türkische Musik. Kiss Kiss wird abgespielt. Türkiye. Oh, das Lied kenne ich. Warte jetzt. Das ging damals so mega ab. Jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Von Tarkan oder so. Oder? Ich glaube, es ist von Tarkan. Der Big Mac ist der beliebteste Burger der Deutschen und wenn... Moment mal. Das ist kein Big Mac, sondern das ist Nudeldingeling. Wenn du Big Mac liebst, ist das deine neue Lieblingspasta. Wie beim Big Mac auch, brauchen wir natürlich Hackfleisch. Dazu kommen Knoblauch, Zwiebeln und Tomatensauce. Und ich hoffe... Ach, er macht mit Big Mac-Soße Nudeln. Ihr seid nicht einer von den Schlingeln, die ihre Burger ohne Essiggurken essen. Jetzt noch ordentlich Senf dazuhauen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Cheddar drüber und einverleiben. Das ist so lecker. Oh. Ich habe noch heute noch nichts, also nichts gegessen. Wen magst du mehr? Palle oder Timmit? Oh nee, jetzt fährt hier dieses blöde Rollo hoch. Ehrlich beantwortet. Der sagt aber Timmit. Er hat mehr zu tun mit Timmit. Die haben sich auch schon im Real Life getroffen. Das ja, Mann, das ist unfair. Wir müssen jetzt abbrechen. Halt mehr. Ist genauso. Warte mal, sag mal ganz, ganz leise. Hört ihr das? Das ist dieses Ding und das kann ich nicht stoppen. Guck mal, mein Zimmer wird immer heller. Hier kommt jetzt Tageslicht rein. Hör auf. Ah. Leute, das war's. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. So, Leute, tschüss.